Jo, hier seht ihr die Gießarbeiten und Vorbereitungen für meinen dritten Epoxidharzgießvorgang des neuen Tablettprojektes, mein Wunschtablett. Dieses Tablett ist während der Rauhnächte letztes bzw. Anfang diesen Jahres entstanden. Und hier habe ich zumindest teilweise mit dem für mich neuen Epoxidharz von deinepoxidharz.de gearbeitet, neue Erfahrungen gesammelt. Die maximale Gießhöhe betrug hier 10 cm, also konnte man maximal gießen. Nun ja, der Nachteil war die oder ist die lange, extrem lange Trocknungszeit. Ich bin das von dem Schmuckharz, was ich vorher verwendet habe, mit maximaler Gießhöhe von 1 cm anders gewöhnt und gewohnt. Und da hatte ich einfach mich mal ausprobiert und auch festgestellt, dadurch, dass das Harz recht in Anführungszeichen dünnflüssig ist, schwemmt es meine leichten Objekte, die ich eingießen möchte, nach oben, obwohl ich sehr langsam gegossen habe und mir sehr, sehr vorsichtig vorgegangen bin. Und wie gesagt, man müsste wirklich fast 3 Tage zwischen den einzelnen Gießvorgängen warten, bis man die nächste Schicht auftragen kann. Und das entspricht so gar nicht meiner Arbeitsweise, kommt mir nicht so entgegen, ja. Nichtsdestotrotz ist das Tablett bis jetzt sehr gut gelungen und mir gefällt es sehr gut. Und ich freue mich auf die letzten Gießvorgänge. Ich habe dann, wenn das am Sonntag hoffentlich dann komplett durchgetrocknet ist, kommt die vorletzte Schicht oder vielleicht auch erst wirklich am Montag. Mal sehen, wie ich so drauf bin. Ja. Material erkennt man jetzt nicht hier so gut, aber das kann man ja auch meinen anderen Videos entnehmen. Genau. Und normalerweise komme ich ja eher aus der Mosaik-Schienenrichtung und hier habe ich es einfach mal jetzt mal was anderes ausprobiert. Und für zukünftige Projekte fände ich es aber auch spannend, dann auch weiterhin oder mehr beide Techniken miteinander zu kombinieren. Da sind schon Ideen in meinem Kopf. Wir werden sehen. Tschüss!